was soll ich dir erzählen? Drogen, Sex, du weißt schon. Agro-Berlin-Zeit war Bombe. Ich weiß gar nicht mehr. Wenn ich an Agro-Berlin zurückdenke, denke ich an eine geile Zeit in meinem Leben, werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Geile Konzerte, geile Studio-Sessions. Generell wir alle im Büro zusammen. Das war die beste Zeit meines Lebens eigentlich. Der geilste Moment bei Agro-Berlin war auf jeden Fall, als wir bei The Dome waren mit Beweg deinen Arsch, weil das war einer meiner ersten Auftritte. Ich glaube, der zweite Auftritt generell in meinem Leben. Und ich bin auf die Bühne gegangen, ich hatte so Schiss, als wir dann da standen und vor über 20.000 Leuten performt haben. Und im Fernsehen haben mir 1-2 Millionen zugeguckt. Pff, war vorbei. Also ich bin fast in Ohnmacht gefallen davor, weil ich dachte, mein Gott, wie soll ich 20.000 Leute jetzt zum Rocken bringen? Aber hat funktioniert. Chill. Es war Bombe, das einzige Mädchen bei Agro zu sein, weil ich bin sowieso so ein Mädchen, die viel mit Jungs rumhängt. Nichts gegen Mädchen oder so, aber ich bin halt nicht so ein typisches Mädchen. Ja, ich habe auf jeden Fall Leute gefunden, die so wie ich ticken, die Rap lieben, die viel Faxen machen. Es war immer lustig, wir haben immer Spaß gehabt. Der Plan war, mich zu verstecken, damit man einfach geheimnisvoller wirkt. Und das war auch die erste Zeit cool, aber irgendwann nach 3 Jahren habe ich mir gedacht, wie lange soll das noch dauern? Ich kann keine Interviews machen, ich kann keine Shows für meine Fans machen. Ich kann eigentlich gar nichts mit meinen Fans machen, weil ja keiner weiß, wie ich aussehe. Und ich musste auch bei vielen Sachen zu Hause bleiben und durfte nicht auf bestimmte Events gehen. Ja, die Hater, die schreiben ja gern so Sachen wie ganz Agro hat dich schon gevögelt und sonst was, aber Pustekuchen. Ist nicht so geil, wenn du zu Hause sitzt und du weißt, alle anderen haben gerade Spaß und sind feiern und du bist alleine zu Hause. Also es hatte Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite konnte ich sagen, was ich wollte. Keiner konnte mir was tun, weil niemand wusste, wer ich war. Aber auf der anderen Seite kannst du halt nicht mit deinen Fans einfach interagieren. Was bei Agro ein bisschen negativ war, war einfach der Abschluss, wie alles beendet wurde. In meinen Augen hätten wir noch weitermachen können. Und da war ich einfach ein bisschen enttäuscht darüber, dass wir nicht als Clique weiterhin zusammengehalten haben, sondern dass wir im Endeffekt alle unsere eigenen Wege gegangen sind. Weil in meinen Augen waren wir ein geiles Team und man sagt ja auch never stop a running team. Als alles vorbei war, hatte ich jetzt keine Existenzängste oder so, weil ich wurde ja direkt mit Sido von Universal übernommen und ich hatte aber so ein bisschen, nicht Mitleid, aber ich dachte, wo sind die anderen? Moment mal, und so, irgendjemand fehlt. Und das hat mich ein bisschen genervt, dass wir halt eben auf einmal alle getrennte Wege gegangen sind. Also generell wäre ich nicht gegen eine Reunion, weil, wie ich schon vorhin sagte, das Problem ist einfach, dass wir irgendwie zusammengehören und nicht freiwillig getrennt wurden. Also in meinen Augen ist da noch was, was wir klären müssen, alleine auch für die Fans nochmal, wenn es nur ein Abschlussding ist, aber irgendwas noch rauszubringen, wäre auf jeden Fall auch meine Intention.